dem Palais Schaumburg, was nun Herr Kohl 16 Jahre Bundeskanzler, ist das nicht eine lange, lange Zeit? Das ist eine lange Zeit, auch in vielem eine schwierige Zeit, aber ich denke, eine der erfolgreichsten Zeitabschnitte in unserer jüngsten Geschichte. Wir sind ausgegangen von der Stationierung der Pershings, von einem großen Aufruhr im Land, mit dem Ruf Frieden schaffen, mit weniger Waffen. Das haben wir in einer Weise erreicht, wie es nie einer der Demonstranten gegen meine Politik für möglich hielt. Wir haben die deutsche Einheit erreicht und jetzt stehen wir mitten im Prozess der europäischen Einigung. Meine kühnsten Visionen sind in Erfüllung gegangen und gehen gerade in Erfüllung. Deswegen war es auch eine gute Zeit. Die Einheit Deutschlands, die Vereinigung Europas, damit haben Sie ja in der Tat eine Menge geschafft. Ist das nicht ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören? Das habe ich mir natürlich sehr gut überlegt. Wissen Sie, ich habe keinen Ehrgeiz, morgens beim Aufstehen darüber nachzudenken, wie komme ich ins Geschichtsbuch. Das machen andere, das ist nicht mein Punkt. Und wer ins Geschichtsbuch kommt, das wird in späteren Generationen entschieden. Das geht mich nichts an. Aber ich habe unmittelbar vor mir wichtige Entscheidungen, die ich sehe. Der Euro wird jetzt beschlossen. Gefolge des Euro werden wir in den nächsten 2 Jahren wichtigste Entscheidungen haben. Das, was wir schon dem einfachen Begriff Agenda 2000 verbirgt, ist eine gewaltige Veränderung der ökonomischen Strukturen in Europa. Die deutsche Präsidentschaft, das wird die entscheidende Präsidentschaft sein, auch im Blick auf die Tatsache, wer wird was bezahlen bei der Erweiterung, findet statt zwischen 1. Januar nächsten Jahres und Ende Juni. Und deswegen rechnen die meisten meiner Kollegen gerne damit, dass ich in dieser Präsidentschaft den Vorsitz führe. Konrad Adenauer hat ja 14 Jahre regiert, den haben Sie schon übertroffen. Das ist kein Argument. Am Ende dessen Amtszeit hat man ja auch gesagt, er hat es vielleicht zu lang gemacht. War das keine Warnung für Sie? Nein, ich glaube nicht, dass man die Zeit von Konrad Adenauer mit der unseren vergleichen kann. Und die ungeheure Leistung von Konrad Adenauer vergleiche ich auch nicht mit dem, was ich leisten konnte. Ich finde, solche Vergleiche sind ganz unterschiedlich. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Kein Mensch hat zu Konrad Adenauers Zeit eine solche Fernsehrunde gemacht wie die hier. Und kein Mensch hat zu Konrad Adenauer Zeit eine solche Fernsehentwicklung erlebt wie in den letzten 4 Wochen nach der Niedersachsenwahl. Also, die Vergleiche stimmen nicht. Aber es wird auch gestichelt. Zum Beispiel Kurt Biedenkopf am Wochenende wieder. Ach, wissen Sie, wenn Kurt Biedenkopf stichelt, da bin ich daran gewöhnt. Ich habe seinen Ratschlägen nie Folge geleistet, bis wir gut bekommen in der ganzen Amtszeit. Viele Staatsmänner beklagen ja, dass sie keine Nachfolger, keine geeigneten hätten. Nun haben Sie ja mit Wolfgang Schäuble einen, haben ihn selber ausgesucht, benannt. Warum denken Sie nicht daran, ihn auf den Sessel des Bundeskanzlers? Wissen Sie, jetzt können Ihnen ja mit einer Gegenfrage antworten. Vor 2 Jahren bin ich von allen Seiten geprügelt worden. Sie kennen die Seiten sehr genau. Warum ich ohne Wenn und Aber immer erklärt habe, dass ich überzeugt bin, dass Wolfgang Schäuble nicht nur das Zeug hat, sondern die Kraft, alles, was dazugehört, um dieses Amt auszufüllen. Und so habe ich ihn ja nicht als einen Vorschlag der Partei, sondern als meinen persönlichen Vorschlag öffentlich nach dem letzten Parteitag vorgestellt. Und dabei bleibe ich und ich bleibe auch dabei, dass er mein Nachfolger wird. Wann denn? Darüber rede ich nicht mit Ihnen im Fernsehen, sondern das ist eine Sache, wir müssen jetzt die Wahl gewinnen und nach der Wahl werden wir alles mit Ruhe regeln, was in der Zukunft liegt. Aber 4 Jahre wollen Sie regieren, wenn Sie gewählt würden? Das wird mir alles ab. Ich will 4 Jahre regieren, aber ich weiß nicht, was in den 4 Jahren sein wird. Ich habe das beruhigende Gefühl, mit einem Wahlsieg der Union und der Koalition weiß jedermann in Deutschland, wie sich immer die Dinge entwickeln, das ist der Kanzler. Aber Sie schließen es nicht auch auf. Ein denkbarer Nachfolger, der jedermann bekannt ist. Und ich freue mich jeden Tag mehr darüber, dass er gute Umfragenzahlen hat. Er ist noch in der glücklichen Lage, dass er die giftigen Pfeile nicht zur Aussicht zieht, weil er noch sozusagen abseits steht und in Abwartehandlung im Sinne der vielen Zuschauer, die es gibt. Aber das wird alles sich richten. Ich bin sehr zufrieden. Sie loben Ihr politisches Gespür, das haben ja auch andere oft getan. Nun hat Sie das verlassen, als Sie glaubten, Lafontaine wird der Kanzlerkandidat Nein. der SPD. Es ist Schröder geworden. Wie konnten Sie sich so irren? Ich habe mich weniger geirrt als viele andere. Das wollen wir mal klargestellt haben. Da müssen Sie die erste Frage an Herrn Lafontaine stellen. Herr Lafontaine hat sich auf diesem Trip begeben, eine einfache Landtagswahl zu einer Abstimmung zu machen über den Kanzlerkandidaten. Wer an diesem Tag in der Saar abgestimmt worden wäre natürlich Oskar Lafontaine der Kanzlerkandidat geworden. Deswegen bedeutet das ja auch gar nichts. Ein Bundesland mit knapp 5 Millionen findet eine Landtagswahl statt.
Der Kandidat, der Spitzenkandidat, ein paar Prozent mehr, weniger als 5%, nicht einmal 4%. Und dann soll das also jetzt das Ergebnis für die Bundestagswahl sein. Das wird doch versucht, jetzt den Menschen aufzureden. Und die Bundestagswahl ist eine völlig andere Sache. Und am Wahlabend werden wir die Entscheidung sehen. Und ich sage Ihnen voraus, Herr Schröder wird das nicht. Weil in diesen nächsten 6 Monaten sich deutlich zeigt, dass die Leute die Frage stellen, wer ist eigentlich Herr Schröder? Für welche Politik steht er? Was hat er bisher geleistet? Und dann bin ich sehr gespannt, wie das Echo der deutschen Wähler sein wird. Nun haben Sie aber mit Gerhard Schröder einen Kandidaten, der durchaus als Stimmenfänger in der Mitte mit Erfolg unterwegs sein könnte. Woher wissen Sie das? Wo war er denn unterwegs? Sein Profil richtet sich eher unterwegs? Auf die Mitte. Wo war er bisher unterwegs? In der Wirtschaftspolitik beispielsweise, Standortpolitik, Einsatz für Arbeitsplätze. Aber Entschuldigung, er war nirgendwo unterwegs beim Wähler, außer Niedersachsen. Aber Sie beschreiben, das war eine Sondersituation. Dass er den Versuch unternehmen will. Dass er den Versuch unternimmt, das habe ich auch gar nichts dagegen. Er soll nur mal sagen, für was er ist. Ist er nun für einen Spitzensteuersatz, Absenkung? Hat er begriffen, dass die Bundesrepublik keine Zukunft hat ohne eine große Steuerreform? Und große Steuerreform heißt den Spitzensteuersatz genauso wie den Eingangssteuersatz senken. Wir haben heute, schau doch rüber nach Großbritannien. In Großbritannien haben Sie die Situation, dass 8-mal so viel Auslandsinvestitionen vor allem aus USA ins Land kommen als bei uns. Wir sind ein Land nach der Wirtschaftskraft fast doppelt so groß. Wir müssten doppelt so viel Investitionen haben. Wir haben es dringend nötig in den neuen Ländern. Und wenn die Inhaber und Manager der großen amerikanischen Fonds zu mir kommen, landen wir nach 10 Minuten bei der großen Steuerreform. Das hat Herr Schröder mit verhindert. Herr Bundeskanzler, von Wirtschaft müssen wir hier noch reden. Aber zunächst mal, Sie wollen eine Richtungsentscheidung. Hier bürgerliche, dort Linke. Aber kann man einen solchen Lagerwahlkampf ausgerechnet gegen Gerhard Schröder führen? Ich habe mir nie von Lagerwahlkampf gesprochen. Ich finde den ganzen Ausdruck völlig blödsinnig. Wir führen einen Wahlkampf gegen die Sozialdemokraten und ihren Mitkombattanten, die Grünen. Ich höre jeden Tag, dass die SPD mit den Grünen, die Grünen mit der SPD Koalition bilden will. Folglich ist doch Rot-Grün keine Erfindung von mir. Und wenn ich Rot-Grün betrachte, dann muss ich sehen, was die Sozialdemokraten wollen und was die Grünen wollen. Dann brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wenn Sie die Beschlüsse des Grünen Parteitags betrachten, dann kann man doch nur noch den Kopf schütteln. Und die Leute haben so jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren. In Deutschland den Leuten jetzt einzureden, dass sie nur alle 5 Jahre in Urlaub gehen, das zeigt doch eine völlig absurde Vorstellung. Das sagt also die Leute auch. Ja, nun gut, aber er macht's doch mit denen. Er macht sogar, wenn es sein muss, mit der PDS. Er soll doch das den Leuten in den neuen Ländern erklären, die früher überhaupt nicht rauskamen. Jetzt haben sie endlich die Chance, Auslandsreisen zu machen. Das ist doch alles außerhalb jeder Wirklichkeit, bis hin zu dieser dümmlichen Autofeindlichkeit. Natürlich sagt Herr Schröder im Moment, er sei dagegen. Aber er braucht doch die Stimmen. Mit jemand anders kann er ja nicht drankommen. Aber ein Problem haben Sie doch mit der SPD schon im Augenblick, das in ein Lager zu stellen. Sie kritisieren die Grünen jetzt, also die Regierungsseite, vor allem als Zielfläche. Aber die SPD scheint ja in dieses Schema zurzeit nicht zu passen. Aber das passt doch natürlich, das sagen Sie. Aber Sie wissen doch so gut wie ich. Bleiben Sie doch bei den Äußerungen an diesem Wochenende. Jeder sagt doch in der SPD was anderes. Das ist doch ein Durcheinander sondergleichen. Herr Lafontaine hat Ausführungen gemacht auf dem User-Kongress, natürlich um den User-Leuten zu gefallen, aber er ist immerhin der Parteivorsitzende. Er hat nicht gerade ein imperiales Mandat für sich verlangt, keine Richtlinienkompetenz, aber auf dem Weg dorthin. Und Herr Schröder sagt jeden Tag was anderes. Herr Schröder ist der Vater der Chaostag in Hannover. Ein unglaublicher Zustand des Verlustes an innerer Sicherheit einer deutschen Großstadt. Und jetzt redet er gleichzeitig so. Als es darum ging, im Deutschen Bundestag abzustimmen in der Sachen etwa der Bekämpfung des internationalen Banditentums im Abwehrbereich, war die SPD weggetaucht, genau mit den Linken in der PDS und natürlich auch mit den Grünen. Das heißt also, sowas nährt Ihren Optimismus. Vor 4 Jahren lag die Union ähnlich weit zurück hinter der SPD. Dann hat sie es doch geschafft. Aber es gab zwei für Sie wichtige Ereignisse, einmal die Wahl des Bundespräsidenten und dann die Europawahl, beides schöne Ereignisse für Sie. Wo soll denn diesmal der Umschwung herkommen? Jetzt der Umschwung kommt dadurch, dass in 6 Monaten Wahl ist. Sie reden so, als hätten wir heute Abend Wahl. Wir haben in 6 Monaten Wahl. In 6 Monaten habe ich und meine Freunde Gelegenheit, dem deutschen Wähler, der Wählerin und Wähler zu zeigen, für was wir stehen. Aber Sie haben nicht solche hilfreichen Ereignisse wie diese. Ich brauche doch keine hilfreichen Ereignisse. Es genügt, dass wir im Wahlkampf den Leuten sagen, wofür wir stehen.
Verstehen Sie, ich habe eine Bilanz, die können Sie ja bekämpfen, die kann man kritisieren, aufzuweisen. Wofür ich stehe, wissen die Leute in Deutschland. Wofür Herr Schröder steht, weiß niemand in Deutschland. Seine eigenen Parteifreunde sagen es ja ganz offen. Das heißt, er ist ein Mann, der heute so kann und morgen ja, so. Und an Sie der Spitze stehen, der deutschen Politik bin Sie, ich dagegen, dass ein Mann mit dieser Struktur steht. Aber viele Bürger begreifen es doch so, Sie stehen für das Alte, Schröder steht für das Neue. Was sagen Sie darauf? Ja, da sage ich, dass das viele Bürger gar nicht so begreifen, wie Sie sagen. Sie wollen das jetzt hier in die Debatte so einführen. Woher wissen Sie denn das? Aus irgendwelchen Umfragen. Warten Sie doch mal ab, wie die Wahl ist. Die Bürger werden sehr wohl begreifen, dass Europa ein Stück Zukunft ist. Dass dieses Europa ausgebaut werden muss. Dass es was zu tun hat mit unserer Wirtschaftsordnung, mit unseren Arbeitsplätzen, mit all dem. Und ich kann nicht erkennen, dass ein Mann, der in diesem Moment, wo es um den Euro geht, sagt, es sei eine kränkelnde Frühgeburt, dass ein solcher Mann Vertrauen verdient. Glauben Sie, ein einziger meiner Kollegen in Europa will sich mit einem Mann zusammensetzen, der in einer solch wirklich absurden Weise eine so wichtige Entscheidung, historische Entscheidung deklariert. Aber die Mehrheit der Deutschen, ich zitiere jetzt auch Umfragen in aller Vorsicht, also die Deutschen freuen sich immer noch nicht so sehr auf den Euro. Das ist das Ergebnis. Können Sie sich erinnern, wie sich die Deutschen auf die NATO-Entscheidung gefreut haben? War das anders? Ja, wo war denn damals Herr Schröder in der SPD? Wir haben stationiert, wir haben die NATO stabilisiert, wir haben Frieden wirklich geschaffen mit weniger Waffen. Und deswegen brauche ich keine Nachhilfe von Herrn Schröder in der Europapolitik. Aber die Aufgabe der eigenen Währung ist ja vielleicht doch ein emotionaleres Thema. Das ist wohl wichtig, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen sehr wohl Ende Mai begriffen hat, dass wenn alle in Europa unter den klaren Bedingungen, dass die Kriterien eine seriöse Währung hervorruft, dass es stringent eingehalten wird, dass von der Europäischen Zentralbank bis hin zur künftigen Europäischen Zentralbank bis hin zur Bundesbank alle sagten, ja, wir machen das. Und 11 weitere Länder in Europa, dann begreifen auch die Deutschen, dass sie nicht allein sind. Schröder? Die Deutschen müssen ja wissen, dass wir allein gar nichts im nächsten Jahrhundert bewegen, dass wir die Nachbarn brauchen. Und deswegen ist das eine Entscheidung, von der ich sehr sicher bin, dass wenn sie getroffen ist, ja auch eine große Zustimmung finden wird. Schröder hat ja vor allem zum Euro gesagt, dass er zunächst keine Arbeitsplätze bringt. Das sagen aber auch viele Experten. Ich auch. Da brauche ich kein Experte zu sein. Das ist ja eine Verwandlung über Nacht. Wir machen doch nicht den Euro im Augenblick, um jetzt in kürzester Zeit neue Arbeitsplätze zu haben. Ich kenne überhaupt niemanden, der das behauptet hat. Deswegen ist es eine Behauptung, die ich jedenfalls nicht akzeptiere. Was bringt der Euro? Der Euro bringt für den normalen Bürger, dass er eine gemeinsame Währung hat, in Europa, beispielsweise der Urlauber, der in Urlaub fährt. Der Euro bringt für uns, dass wir einen Wirtschaftsraum haben von 300 Millionen Menschen. Das ist von der Wirtschaftskraft her gesehen, nicht nach der Zahl der Einwohner, der stärkste Wirtschaftsraum der Welt. Der Euro bringt, und das hat enorme Bedeutung, dass wir neben dem Dollar die zweite große Währung vor dem Yen in der Welt werden. Der Euro bringt, dass beispielsweise Deutschland, das über 60% seiner Produkte in die Länder der Europäischen Union exportiert, klare Vorteile hat. Dass die Wirtschaft sich belebt, dass sie international konkurrenzfähiger wird. Und damit bin ich automatisch bei einer Verbesserung der Lage vom Arbeitsmarkt. Mit der Einführung des Euro wird aber auch die Macht der Kommission in Brüssel gestärkt. Einige Ihrer Kommissare sprechen schon quasi von einer Ersatzregierung. Kann das ein Bundeskanzler einfach so hinnehmen? Erstens mal stimmt es nicht. Wenn das ein Kommissar sagt, täuscht er sich. Die Kommission hat in Sachen Stabilität der Währung überhaupt keine Rolle zu spielen. Das ist eine Frage der völlig unabhängigen Europäischen Zentralbank. Und für mich ist es eines der positivsten Ergebnisse unserer Politik, dass wir sozusagen das Beispiel der Bundesbank auf Europa übertragen konnten. Die Europäische Zentralbank ist ausschließlich zuständig. Und dass sie nach Brüssel, nach Frankfurt gekommen ist, freut mich heute noch, weil es auch ein Symbol ist für die Deutschen, dass das eine stabile Währung ist. Wir haben den Stabilitätspakt geschlossen, der ganz klare Entscheidungen beinhaltet. Es ist wiederum keine Sache der Kommission. Wenn die Kommission glaubt, sie sei jetzt sozusagen eine europäische Regierung, dann täuschen sich diese Kommissare. Wir werden jetzt sehr klar darüber zu reden haben, schon auf dem nächsten britischen EU-Gipfel, inwieweit das Prinzip der Subsidiarität, das heißt, dass dort die Entscheidungen treffen, wo die Bürger sind und nicht fern in Brüssel, wirklich durchgehalten wird. Da habe ich eine Menge Anstände. Und ich habe vorhin darüber geredet, dass wir jetzt über die Agenda 2000, das heißt die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union, ökonomischen, sozialen, finanziellen zu reden haben. Was bringt uns die Erweiterung
Wenn ich das alles zusammenfasse, ist es ein Irrtum zu glauben, dass wir jetzt hier einen zentralistischen Staatsspitze in Brüssel bilden. Dies wird so nicht sein. Und eine klare Mehrheit meiner Kollegen in der Europäischen Union wünschen dies nicht. Wenn einige Kommissare davon träumen, dann vielleicht deswegen, weil sie sich inzwischen sehr weit von der Wirklichkeit Europas entfernt haben. Herr Bundeskanzler, am 26. April wird er in Sachsen-Anhalt gewählt. Da steht der Union anscheinend nach den Umfragen erneut ein Einbruch bevor, wie Niedersachsen. Wie wollen Sie darauf reagieren? Zunächst einmal, dass wir auf den 26. hin arbeiten und den Menschen dort sagen, ich selbst mache es ja nun auch intensivst, um was es geht. Dass vor 4 Jahren der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sich über die Runden geredet hat mit einer engen Zusammenarbeit mit den Kommunisten. Und dass er jetzt genau das gleiche Ziel wieder vor Augen hat. Aber das stört ja die Wähler dann anscheinend nicht, wenn es so kommt. Das warten wir erst mal ab. Erstens mal reden wir nicht nur von den Wählern in Sachsen-Anhalt, sondern von den Wählern in Deutschland. Wenn also die Wähler bei der Bundestagswahl jetzt mal sozusagen notariell noch einmal ins Haus bekommen, was die Sozialdemokraten wollen, wozu sie fähig sind, ist das schon gut für die Bundestagswahl, für eine klare Entscheidung. Rot, Grün plus PDS, das wird ja bestritten. Werden wir jetzt in Sachsen-Anhalt wieder erleben. Und ansonsten muss man eben mit den Wählern darüber reden, dass die Sozialdemokraten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine Menge Vorteile haben. Das ist doch nichts Neues, das weiß ich auch. Glauben Sie, dass es sich wiederholen könnte, wie beim letzten Mal vor 4 Jahren, als die Tolerierung durch die PDS eine Bewegung in den Wahlkampf gebracht hat? Glauben Sie, dass die Zeiten vergleichbar sind? Aber nicht in der Bewegung in Sachsen-Anhalt. Nein, bundesweit. Ich rede von der bundesweiten. Ich glaube daran, dass eine riesige Mehrheit der Deutschen, auch der sozialdemokratischen Wähler, eine Zusammengehen mit den Ex-Kommunisten, die nicht aus der Geschichte gelernt haben, nicht will. Haben Sie den Ostdeutschen zu viel versprochen? Und glauben Sie, dass dieselben Ostdeutschen jetzt sagen könnten, deshalb, weil die Versprechen nicht eingehalten worden sind, wählen wir nicht mehr Union? Ich glaube das überhaupt nicht. Denn wenn ich mal die Lage in Ostdeutschland betrachte, in den einzelnen Bundesländern, dann ist ja unübersehbar, dass wir gewaltige Verbesserungen haben. Also wenn Sie beispielsweise nach Sachsen-Anhalt gehen und betrachten das Chemiedreieck, es gibt keine deutsche Politik, die sich mehr um diese Arbeitsplätze gekümmert, Zukunftsarbeitsplätze wie ich. Deswegen kann ich mich aus dieser Debatte dazu sehr wohl stellen. Wenn ich die Veränderung der Infrastruktur betrachte, brauchen Sie nur ein paar einfache Beispiele. Was vor 10 Jahren habe ich noch gestritten mit Honecker über Telefonanschlüsse. Jetzt haben wir das modernste Telefonnetz in der Welt in den neuen Ländern aufgebaut. Schauen Sie sich die Investitionen in Straßenbahnen. Schauen Sie sich das an, was für den Normalbürger wichtig ist, die Rente. Der Rentner in den neuen Ländern hat heute eine Rente, davon konnte er nur träumen. Das war immerhin ein Verdienst der Bundesregierung und dieser Politik. Was uns nicht gelungen ist, das ist auch wahr, das ist die Schaffung von Arbeitsplätzen so schnell, wie wir es auch ich erhofft haben, weil uns der gesamte Markt im Osten. Das ist ja die entscheidende Frage. 4,6 Millionen Arbeitslose in Deutschland, selbst wenn die Konjunktur jetzt leicht anzieht, es wird auf den Wähler keinen Eindruck machen, weil er wissen will, wie wird die Arbeitslosigkeit abgebaut. Was ist Ihr Rezept? Erstens einmal haben wir zu diesem Rezept ja eine ganze Menge gemacht. Aber es gibt auch kein Patentrezept. Das ist nicht nur eine Sache der Regierung, sondern eine Sache der Wirtschaft, eine Sache der Gewerkschaften. Wir haben zur Erleichterung der Investitionen eine ganze Menge gebracht. Unser Eckstück fehlt. Das ist die Steuerreform. Und deswegen wandern Betriebe hier nach Österreich oder nach den Niederlanden aus, weil sie ein Steuersystem haben, das die Leistung bestraft. Aber das gilt auch für den Einzelnen. Der fleißig ist, wird vom Sozialneid verfolgt und der sich drückt, hat den Vorteil. Und bei den Arbeitslosen gibt es auf der einen Seite das große Heer der Menschen, die wirklich Arbeitsplätze wollen, aber es gibt einen beachtlichen Teil, der heutzutage sich drückt. Ja, das wird die Leute, die keine Arbeit haben, nicht selber. Doch, das werden die Leute schon auch begreifen, weil die Leute das ja genau sehen. Wenn sie quer durch eine Stadt gehen, finden sie eine Menge Leute, die Arbeitsplätze suchen und keine kriegen. Und gleichzeitig gibt es in dieser Stadt eine beachtliche Arbeitslosigkeit. Dass es uns nicht gelungen ist, wie in England beispielsweise, wie in anderen Ländern, zu einem System zu kommen, dass die arbeitslos sind und nicht arbeiten wollen, nicht mehr die gleiche Zuwendung der öffentlichen Kassen erfahren. Das halte ich für eines der Krebsübel, das wir haben. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die gar nicht arbeiten wollen, dafür prämiert werden und andere, die Arbeit suchen, haben dann natürlich nicht die Unterstützung, die sie eigentlich brauchen. Sie hatten ja mal versprochen, bis zum Jahr 2000 die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Das ist eine Pharma, die Sie hier verbreiten. Nicht ich habe das versprochen. Nein. Als Ziel vorgegeben. Bleiben Sie wirklich bei dem, was war.
die deutschen Arbeitgeber, alle Wirtschaftsverbände einschließlich des Handwerks, BDI, BDA, DHD, Handwerk, die deutschen Gewerkschaften durch ihren Vorsitzenden, durch drei Vorsitzende der großen Gewerkschaften und die DAG hat es mit der Bundesregierung als ein Ziel proklamiert, Ziel die Arbeitskräfte zu halbieren. Aber würden Sie denn Ähnliches nochmal machen oder ist das viel zu früh? Wenn ich würde es anders formulieren und würde das ein oder andere an den Zusagen, die mir gegen mir relativieren. Aber ich bin eigentlich erstaunt, dass Sie mich das fragen. Im Moment ist doch eine neue Lichtgestalt in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht. Der präsumptive Ministerpräsident, der verspricht doch genau das Gleiche in seinem Land. Warum stellen Sie dort nicht die Frage? Die Arbeit haben müssen mit immer weniger Geld auskommen, die Reallöhne sinken. Und das ausgerechnet in einer Zeit, Herr Bundeskanzler, wo die Aktienkurse explodieren, die Gewinne der Unternehmen explodieren, da sammelt sich doch sozialer Sprengstoff. Da haben Sie recht. Was tut denn die Christlich-Demokratische Partei dagegen? Das ist ein Pauschalurteil, was Sie sagen. Sie wissen, das ist ein Teil der deutschen Unternehmungen, auf die ihre nicht nur alle Großen, sondern ein Teil der Großen, den ihre Beschreibung zutrifft. Ein großer Teil der Großen. Und das ist auch, aber nicht ein Teil der Arbeitnehmer. Das stimmt nicht. Wenn Sie das deutsche Handwerk nehmen, das ist mit weitem Abstand die größte Gruppe in der Wirtschaft, die Arbeiter einstellt und Arbeitnehmer beschäftigt. Für die gilt diese Behauptung schon überhaupt nicht. Sie sind ja auch gar nicht an der Börse. Das ist ein durchaus verständliches Ärgernis. Das verteile ich ganz genauso. Nur ist das kein Ärgernis, das Sie per Gesetz abschaffen können, sondern Sie können nur eines machen, mit einem anderen Gesetz. Sie können eine Steuerreform machen, indem Sie die Steuern so senken, dass die Investition sich hier lohnt und ich dann sagen kann, du kannst nicht über eine Steuerverlagerung ins Ausland deine Probleme lösen. Dann sind wir in einer anderen Lage. Bei dieser Art Überbesteuerung, die wir haben, werden wir dieses Problem nicht loswerden. Deswegen ist das A und O die große Steuerreform und sie wird ja kommen. Ja. Sie wird über ein Plebiszit bei der Bundestagswahl kommen. Das gebe ich Ihnen heute Abend hier schriftlich. Die Ungerechtigkeit des Systems haben Sie schon angesprochen. Weshalb haben Sie dann im letzten Jahr, im Herbst, nicht doch versucht, mit der SPD eine Einigung zu schaffen? Wolfgang Schäuble schien ja diesen Weg gehen zu wollen, doch noch eine kleine Reform. Ja, der Wolfgang Schäuble hat doch ganz mit Recht das getan. Aber Sie haben ihn doch gebremst. Aber es ist doch gar nicht wahr, das ist doch eine Farbe. Der Wolfgang Schäuble hat in dieser Sache überhaupt nichts getan, was wir gemeinsam abgesprochen hatten. Er war der Verhandlungsführer, deswegen war es so richtig, dass er es gemacht hat. Aber die Tatsache war, es war doch gar nicht über den wirklichen Veränderungen des Steuersatzes zu reden. Sehen Sie, dieser Höchststeuersatz, von dem ich rede, das ist doch nicht die Frage von ein paar reichen Leuten. Das ist die Frage der vielen Unternehmungen. Wir haben über 90% Personalgesellschaften, die die Luft zum Atmen dabei verlieren und die jetzt Auswege suchen, legale Auswege, die wird trotzdem nicht gefallen. Der Unternehmer ist hier und dann gründet er einen Betrieb in Vorarlberg oder in den Niederlanden. Dann kann er seine Gewinne verlagern und entsprechend das kombinieren. Wenn wir einen Steuersatz haben, wo das wegfällt, wird das nicht machen. Die Leute sind ja nicht bösartig, wollen hier weg. Die Leute wollen sich nur in der Konkurrenz, in der sie weltweit stehen, und für die Zukunft retten auch ihre vorhandenen Arbeitsplätze. Ja, die Diagnose kann ich ja nachvollziehen. Ja, Sie brauchen jetzt die Diagnose, aber Sie brauchen dann rübergehen in den Bundesrat. Dort liegt ein im Bundestag in drei Lesungen verabschiedetes Steuergesetz. Aber war es nicht, wenn der Bundesrat heute Mittag zustimmt, ist dieses Steuergesetz Wirklichkeit. Aber war das nicht ein Fehler der Strategie, warum nicht weiter auf die SPD zuzugehen? Ja, Entschuldigung, wir sind doch bis Weihnachten auf Sie zugekommen. Es ging doch der SPD gar nicht um das Steuergesetzgebung, es ging um was ganz anderes. Es ging darum, zu proklamieren, es ist Staatsstillstand. Diese Regierung bringt nichts fertig. Und Sie merken es doch in diesen Tagen, wie absurd diese Thesen sind. Da ist es auf der einen Seite, diese Regierung und der Kohl hat gar nichts fertig gebracht. Aber gleichzeitig sagt man, alles, was in der Rentenreform, in der Krankenkassenreform, in allen Reformen geschieht, nehmen wir zurück. Lohnfortzahlung, wenn wir drankommen. Entweder, das ist logisch, wir haben nichts getan, dann kann man nichts zurücknehmen. Oder wir haben was getan, eine ganze Menge, was ja auch der Wirtschaft hilft, das ist ja gar keine Frage. Wir haben ja mehr Arbeitsplätze in Westdeutschland, das ist sogar nicht wahr. Wir werden am Ende dieses Jahres eine spürbar höhere Zahl von Arbeitsplätzen in den alten Ländern haben. Das ist doch jetzt schon klar erkennbar. Die Entwicklung greift. Wir haben 2,5 bis 3% Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts. Wir haben die niedrigste Inflationsrate in der Nachkriegsgeschichte, das ist Sozialpolitik für die kleinen Leute. Wir haben eine durchaus niedrige Zinsen. Wir haben durchaus alles jetzt zum Klima. Das alles werden Sie im Wahlkampf sagen, noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Ihr vermutlich
Letzter. Wird das auch Ihr härtester Wahlkampf werden? Sicher. Und zwar ganz einfach, weil aus Gründen, die man ja ganz nüchtern referieren kann, wenn Sie die Lage jetzt innenpolitisch betrachten, betrachten die Lage der Sozialdemokraten. Wenn die Sozialdemokraten diese Wahl verlieren, also wenn sie ihr Wahlziel nicht erreichen, ist es doch völlig klar, dass eine ganze Generation der führenden Sozialdemokraten sozusagen dann abtritt. Ja, machen Sie sich doch mal lieber Sorgen um Ihre Partei. Ich könnte ja umgekehrt.